Ich begrüße euch recht herzlich heute Abend hier auf der Hauptwache in Frankfurt. Ihr wisst alle, warum wir da sind. Und jetzt habe ich erstmal meinen Black drum. Lauter. Lauter, noch lauter. Kann man alles machen. Okay, es ist nass, es ist feucht und viele Menschen harren jetzt schon seit Tagen, Wochen aus, um für ihre Rechte einzutreten, die wir nicht in der Lage sind, diesen Leuten zu geben, warum auch immer. Und es hat sich so viel Zynismus und Unglaubliches abgetan. Und da wollen wir jetzt mal ein Lied spielen. Und für vieles müssen wir an mir auch vorbei, die müssen einfach stärker sein. Will you close your eyes in the morning? Then you won't stop making moves. They had a dream last night of a stranger in your room. Jetzt ist es eh zu spät. Ich versuche mal, ohne Text zu kommen. Ich kann die ja neu ausdrücken. Es gibt Lieder, die muss man immer wieder spielen. Und immer wieder und dann nochmal. Und wenn man sie gespielt hat, muss man sie gerade nochmal spielen. Und manchmal kriegt man für solche Lieder auch eins aufs Maul. Verholen, wie der Nazi Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte
einer Dummheit frönen am Deutschen hinterm Tresen. Muss um nahe die Welt genesen. Dann steh auf und misch dich ein. Sage nein. Rückt an eine Wüste, die Geschichte wieder richtig. Fahren von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man zu Genüge. Dann steh auf und wisch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger, Schüler oder Lehrer, aus vor der Straßenkehrer, du 60 oder 100, sein Durchschnitt verwundert. Blasene Herren, die galant den Weg verstarren, ihre Blicke unter Lallen, nur in deinen Ausschnitt fallen. Wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist sowas wert, wie der Eins an einem Herr. Tritt nicht ein in den Verein, sage nein. In der Schule wieder lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun zu färben, dann hab keine Angst zu schreien, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Musikgänger, Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, du 60 oder 100, sei nicht nur erschreckt. Okay, danke schön. Ich glaube, so ein bisschen Regen erdet ja dann auch manchmal so ein bisschen und bringt einen zurück auf die wesentlichen Dinge. Es ist ja wieder sehr deutsch in Kaltland geworden. Und wir können nichts anderes tun, als jeden Tag Mensch zu sein. Ja, viele sagen, du musst Politiker sein, Demokrat sein oder sowas, aber ich glaube, es reicht vollkommen aus, einfach nur Mensch zu sein, zu schauen, was machen die Mitmenschen und auf die Leute achten, die dir was sagen wollen. Weil es ist sehr, sehr schwierig. Viele Menschen wollen immer nur an allem Möglichen teilhaben und vergessen über das Teilhaben, das Wahrnehmen. Und ich glaube, da hängt ganz viel dran. Das Problem ist, ich kann mir so ganz schlecht Texte merken. Ja, deswegen. Ich will euch jetzt ein Song spielen von Bob Marley. Das ist eigentlich ein Sakrileg, aber ich versuch's mal, ja. For atomic energy, 'cause no one wants and can stop all the
gotta fill. We've gotta fulfill the booth. Want you here to sing these songs of freedom. It's all I ever had. When dancing songs. Um Gottes Willen. So, ich grüße auch jetzt mal so vor allem die Leute, die am Stream zuschauen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es. Interessiert das einen überhaupt? Das finde ich jetzt nicht raus. Okay. Einen kurzen Moment auch noch an die Leute in Berlin denken, wo auch viele gute Menschen viele gute Taten getan haben, aber wo auch viele Leute waren, die man so grundsätzlich unter das Thema Arschloch abheben kann. Ich selber hatte über Twitter einen kurzen, aber für mich vollkommen erschütternden Twitter-Wechsel mit Erika Steinebach. Kennt ihr einen? Erika Steinebach ist die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen und bei der CDU-CSU-Fraktion in Berlin im Bundestag zuständig für humanitäre Hilfe. Und diese Dame hat mir beschieden, dass wenn die Menschen die Hilfen in Deutschland nicht annehmen würden als Asylant und sich dann freiwillig aufs Pflaster legen, um zu protestieren, dass die dann auch freiwillig frieren. Vielen Dank, Frau Steinebach. Nein, warum? Aber Steine, wegen des Geld wahrscheinlich. Der Herrgott gibt auch seinen Segen. Halleluja! So, okay, für die Berliner spiele ich jetzt noch ein Stück. Lauter! Ich kann nicht lauter. Dann mach du doch lauter. Komm her, singst du mit, bist du laut. Ich sehe hier nichts. Ich habe hier so ein bisschen Probleme. Meine Texte schwimmen einfach weg. Okay, ein Stück für Berlin. And
nothing but fun. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic. Also das nächste Stück ist ein bisschen off-topic. Das ist von Placebo und es heißt Song to Say Goodbye. Aber ich möchte das jetzt deswegen spielen, weil da geht es um Verzweiflung. Und ich glaube, Menschen, die diese Dinge tun, die sie jetzt in den letzten Tagen getan haben, die haben so, sind so verzweifelt, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Thank you.
auch hier am Schnabbi, am Kroni, rhythmische Unterstützung. Ich packe jetzt ein, ich bin total abgesoffen. Ich danke euch allen für eure Zugabe. Hilfe, für die Regenschirm. Wir sollen ein Spiel. Zugabe! Oh Gott. Was Deutsches habe ich nicht dabei. Englisch, ich habe sie okay. Ja, kann ich jetzt nicht so gut. Das glaube ich. Alte Sache. Okay. Das ist es nicht. Das ist schlimm, das ist live, das gehört dazu. Ja, wenn du mir sagst, was spielen soll. Einfach nur musikalisch. Ja, genau, dann mache ich ja die Tanz. Meine Texte sind sehr. Aber wir sind so abgesoffen. Dann kommt mal dazu. Also eigentlich fühle ich mich jetzt schon so ein bisschen wie der Goldfisch Michael. Ne? Ich hatte Goldfisch, der jetzt Michael, der schwamm in seinem Aquarium rum. Und Micha war ein guter Kerl. Leider war Micha stumm. Ich habe ein halbes Jahr versucht, das Sprechen beizubringen. Hat keinen Erfolg, er konnte nicht mal singen. Oh, den Text kenne ich. Ja, wo sind die Jungs? Kommt, Kinas. Okay, dann mach schon ein Stück. Komm. Nein, ich hasse Marius Müller West und ich finde ihn klasse. Da hat mich noch einer angetwittert. Freiheit, Wind of Change und noch so eine Schote. Nee, Wind of Change! Leute, I've been looking for. Okay, ich spiele jetzt noch ein Lied. Ich denke ja, dass Lieder manchmal tatsächlich die Welt verändern können. Und von diesem Lied bin ich wirklich davon überzeugt. Und da sind die Amis auch hingegangen und haben tatsächlich einen dunklen Menschen als Präsident gewählt. Und dann ist das Lied irgendwie in Vergessenheit geraten, aber jetzt sind die Amis kurz davor, wieder so einen Idioten zu wählen. Da-da-da. Da-da-da. The road to hell. What kind of father would take his
sing. How do you sleep when the rest of us cry? How do you dream when mother has no chance to say goodbye? How do you walk with you head down time? Wunderbar, wegen dem Licht Bescheid sagen, glaube ich. Bin ich abgesoffen, das Ding da hinten brätselt schon. Ich danke euch recht allen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich konnte einen kleinen Beitrag zu der Kiste hier leisten. Vielen, 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 vielen Dank. Wir bedanken uns auch herzlich. Dankeschön. Dankeschön.